Und damit wieder einmal ein herzliches Willkommen zurück zu Splatoon 2 Online Season 2. Immer noch selbe Aufnahmesession, quasi jetzt Folge Nummer 3, die ich jetzt ein Stück aufnehme. Und ja, ich habe immer noch Spaß beim Spielen. Sag es mal so. Es ist zwar immer so semi mit Gewinnen oder Verlieren, aber solange ich Spaß an dem Spiel habe, bin ich froh. Und solange geht es auch jetzt einigermaßen weiter. Um mich halt ein bisschen jetzt eine kleine Pause von Xenoblade zu machen, weil vor allem ist mit dem Aufnehmen ist immer besonders schrecklich bei 2 Stunden Folgen. Geht dann langsam auch mal auf den Sack. Da muss man auch ein bisschen wieder abschalten können und mal ein bisschen, halt ein paar 30 Minuten oder sogar noch besser 20 Minuten mit Mario Kart aufnehmen. Obwohl ich jetzt eigentlich eher nach Splatoon zendiere, als rechte, weil halt Splatoon langsam mal eigentlich mal wieder ein bisschen Aufmerksamkeit braucht. Nachdem es ja beim letzten Mal so, ja, so abgrundtief scheiße abgebrochen wurde, nachdem ich feststellen musste, dass mein Internet absolut keinen Bock auf das Spiel hat. Ja, wird es langsam mal Zeit, dass es mal langsam wieder nachgeholt wird. Und jetzt, wo ich gerade wieder so geiles Internet habe, endlich mal wieder, würde ich sagen, nutzen wir das mal aus. Und lassen uns erstmal killen. Nice. Dann versuchen wir uns halt eine andere Stelle, wo wir ein bisschen absahnen können, punktetechnisch. Das ist ja das, was wir hier wollen. Und wir wollen ja auch Stufe eigentlich mal aussteigen. Wir sind auch kurz davor, ne? Aber wir sind kurz davor, die nächste Stufe zu erreichen. Okay, dann halt so, wenn du es nicht anders willst. So. Kann ich irgendwo hinspringen? Ja, in die Mitte. Auch wenn ich da nicht wirklich eine gute Erfahrung mit habe, in die Mitte hinzuspringen. Daumen hoch dafür auf jeden Fall. Auf jeden Fall Grüße gehen raus an dich, du www.kenzo.arschgesicht. Okay, da, ich weiß schon mal, wo ich auf jeden Fall. Ich bin sprachlos. Hier sehe ich einen Sniper. Hier sehe ich einen Typen. Das ist 3 Bombe. Hier fress mal die hier. Natürlich bleibt die da oben kleben. Das ist mal wieder typisch. Hä? Oh, der Hell, habe ich den gekillt? Aha. Das war wieder eine super Runde, ey. Nicht. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich habe keine Ahnung. Ich muss nicht einfach irgendwie in die Mitte zu kommen, aber das ist keine so gute Idee. Erst recht, wenn ich da unten überall lila sehe. Komm, bitte stirb. Okay, Killhilfe. Ui, Double Killhilfe. Okay, Grüße. Ach so, der Klecksroller-Typ räumt hier auf. Okay, gut, dann helfe ich dir mal. Vielleicht können wir uns so noch nach vorne kämpfen. Okay, die Haftbombe war ein bisschen scheiße, weil sie mal wieder sich natürlich wieder an den falschen Punkt geklebt. Aber ich glaube. Nice. Das hat sich gelohnt. Wäre die Haftbombe sogar noch besser gelandet, dann wäre es sogar noch geiler gewesen. Aber ich beschwere mich mal nicht. Sieg ist Sieg und ich bin Stufe 33. Sehr schön. Cool. Achso, ja, stimmt. Ich bekomme ja auch mehr Erfahrungspunkte. Stimmt, wegen dem, was wir in der letzten Folge gegessen haben. Richtig gegönnt haben wir uns ein. Okay, nächste Runde. Tümmlerkuppel. Nice. Ich weiß irgendwie nicht. Ich bin nicht so Fan von der anderen Map. Gefällt mir irgendwie nicht so. Hier ist er schon besser. Oh, so eine verdammte Splatoon 1 Map, die sind halt einfach geil. Also zumindest die meisten. Ich kann mir jetzt auch nicht mehr an jede Map aus Splatoon 1 erinnern, aber die meisten waren geil. Sag jetzt nicht, dass Splatoon 2 keine geilen Maps hat, aber ja. So, ich war halt eine meiner Lieblingsmaps von Splatoon 2 ist auf jeden Fall Korallenviertel. Die ist geil. Hm. Hat dir jetzt nicht so nicht viel gebracht, oder? Hat er, glaube ich, auch gemerkt. Was war das denn? Durchgefallen. Ja, den Sniper habe ich nicht gesehen. Fantastisch. Hm. Huch. Wie bin ich denn auf die Map gekommen? Oh, das war ein Fail.
genug Granaten rübergeschmissen. Uah! Nein! Nein! Fuck! Ich hab Frosch im Hals. Ganz schön. Ja gut, okay, komplett kann ich da nichts gegen machen, sorry. Nein! Oh, ich hab den noch gekillt. Ich hab ihn noch mitgenommen. Komm, jetzt einfärben hier. Das muss... Ah, das ist ein anderer Sniper. Das ist ein Sniper hier. Das kommt auch von, wenn man gegen zwei Sniper kämpft. Mann, der hat sie gesehen. Oh mein Gott. Oh, der riesen Camper-Schirm. Ich hab nur den scheiß Schirm erwischt. Aber er ist tot. Oder sie, wer auch immer. Ich helfe euch. Einfärben. Sniper. Ah, noch einer. Da sind sie wieder. Die haben sich wieder hier schön in die Mitte platziert. Oh, lol. Ich sehe keine Siegeschancen irgendwie. Ich weiß auch nicht. Irgendwie sehe ich da keine Siegeschancen mehr. Die haben die ganze Mitte schon eingenommen. Also ich sehe da zumindest nichts mehr. Hallo. Könnt ihr euch noch irgendwie in die Mitte kämpfen? Vielleicht? Wäre sehr cool. Ja, siehst du, da gammeln wir die Sniper rum. Ich glaube eher weniger. Ah! Ah! Hier sind auch überall die... Ich konnte noch die Granate in die Mitte werfen, also falls da irgendwas nicht eingefärbt ist. Jetzt müsste es eingefärbt sein. Sieht aber trotzdem irgendwie kacke aus, oder? Leider ja. Weil die Mitte über die Hälfte eingefärbt ist. Wir sind dann auch links und rechts. Oder ja, es sieht eigentlich ausgeglichen aus, aber man sieht es da so in der Mitte. Da ist der mittlere Punkt zu pink. Dementsprechend sinken sie mit 51% so. Fail. Okay, wieder zur Abwechslung mal die andere Map. Das finde ich eigentlich so echt gut. Auch wenn ich die Map nicht mag. Zumindest nicht wirklich gut. Ja. Bin ich jetzt trotzdem mal ein bisschen für Abwechslung. Deshalb ja, freue ich mich tatsächlich über die Map jetzt mal. Ausnahmsweise. Und hoffe mal, dass wir jetzt einigermaßen abräumen. Dieses Mal zur Ausnahme. Hey, grüß dich. Ja, du siehst da runter, genau, und ich mach das hier. Müssen uns auch ein bisschen die Arbeit aufteilen, das einzufärben. Hier einfach mal rinschießen. Na gut, dann mache ich halt den Rest hier. Bin ja immer so einer, der immer alles ordentlich einfärbt. Die anderen könnt ihr alle vorpreschen, wenn ihr wollt, aber ich bin eher derjenige, der den Rest einfärbt. So. Es geht noch hin und wieder meine Granate reinschmeißen, was jetzt hier aber in dem Fall jetzt nicht wirklich lohnt. Aber gerade halten sie mir auch die Gegner gerade ein bisschen vom Leib. Finde ich einigermaßen gut. Ich sage, ich habe es nicht so auf Kills abgesehen. Vor allem, weil es hier nichts bringt. Das bringt ja einfach auch nichts. Okay, jag ihn mal da weg, genau. So. Was ist denn hier los hier? Ich will nicht sagen, dass ich die Gegner vermisse, aber... Das ist schon ein bisschen komisch hier. Okay, ich schmeiß mir hier das Dings rein. Ich habe da nichts anderes gefunden jetzt, dann muss ich mich halt damit zufrieden geben. Oh, hi. Okay. Zwar nur eine Killhilfe, leider kein Kill, aber egal. Wie gesagt, ich sehe mich nicht nach Kills. Habe ich jetzt schon 50.000 Mal gesagt. Die ganze Zeit geht mir die Tinte aus, weil ich die ganze Zeit auf Granaten setze. Dabei sind die noch einigermaßen Tinte schonend. Kommt mir zumindest so vor.
Oh ne, die am meisten Tinte schon sind diese Insta-Bomben. Aber mit denen kann ich nichts anfangen, um ehrlich zu sein. Kann ich hier wirklich einfach wortwörtlich nichts anfangen. Und ja, wenn eine Tinte schont, dann sollen sie wenigstens auch was bringen. Und mir bringen die jetzt nicht wirklich was. Okay, ich sehe hier wieder irgendwo einen Sniper. Ja, da vorne. Okay, das lohnt sich nicht. Nein, nein! Kill him! Oh, das ist doch nicht euer Ernst. Ja, alles verloren. Das ist verloren. Ich hasse die Map einfach. Weil ich da einfach nicht gewinnen kann. So. Granate bin ich geschmissen, aber es hat eh keinen Sinn. Das haben wir verloren. Pff, die haben die untere Mitte. Nee. Das aber auch nicht. Mir gefällt doch die Map nicht. Mann. Brauch wieder andere Maps. Es geht so nicht weiter. Ich glaube, nach der Folge mache ich auf jeden Fall eine Pause dann. Warten wir, bis wieder die neuen Maps am Start sind. Wann kommen denn eigentlich neue? Nee, die kommen in 9 Minuten. Oder? Ja. Alle 2 Stunden. Ja, dann in 9 Minuten. Toll. Dann machen wir extra heute länger, damit wir noch eine neue Map sehen. Okay. Tümmlerkuppel, da bin ich wesentlich besser als in der anderen Map. Aber mal schauen. Ich würde sagen, wir machen heute wirklich ein bisschen weniger Dings. Hier und Simon Run, weil erstens habe ich bin ich gerade auch nicht irgendwie so nicht so geheilt auf den Simon Run Mode, obwohl ich in letzter Folge eigentlich ziemlich Spaß mit ihm hatte, aber ja, trotzdem, ich weiß auch nicht. Hab trotzdem jetzt irgendwie nicht so Bock darauf und ja, das machen wir jetzt ein bisschen länger, damit wir auch wieder ein bisschen neue Maps sehen. Wenn jetzt in 9 Minuten oder so gewechselt werden, dann nutzen wir es eventuell aus und machen heute eventuell sogar nur, oder? Oder mindestens eine. Eine Simon Run Runde will ich eigentlich schon machen. Mindestens eine. Aber wir schauen einfach mal. Wir müssen einfach mal ein bisschen die Zeit tot spielen und dann warten, bis die neuen Maps kommen. Beziehungsweise welches auch so. Nicht, dass es beides dann, die beiden neuen Maps dann auch Müll sind. Kann ja sein. Aber da hat man ja nie Ahnung. Obwohl, stimmt, ich hätte ja nachgucken können, oder? Man kann es ja in der App oder so nachgucken. Oder, glaube ich, bei den Dingern. Bei der Info. In Kopolis. Da gibt es, glaube ich, so eine Menü, wo man nachschlagen kann, welche Maps als nächstes kommen. Habe ich aber jetzt keinen Bock nachzugucken. Ich will mich überraschen lassen. Sagen wir es so. Okay, ich gehe da nicht rüber. Vergiss es. Nee. Zum Teufel bin ich hier durchgefallen. So, Sniper eliminiert. Und wir haben die Mitte. Okay, sehr gut. Schon mal ein gutes Zeichen. Das ist kein gutes Zeichen. Vor allem, weil die jetzt gerade wieder dabei sind, die Mitte wieder einzunehmen. Lohnt es sich? Ich weiß es nicht. Ich komme mal hierher, okay. Ich würde mal sagen, es hat sich gelohnt. Ich lebe noch! Obwohl ich von diesem Teil dafür angeschossen wurde. Ich lebe noch. Und ich habe die Mitte. Hatte sie, ich hatte sie. Da oben ist schon wieder ein Sniper. Ich würde sagen, wir haben verkackt schon wieder. Wenn ich schon den Sniper da oben schon wieder sehe. Nee, ich sehe ihn schon, das ist schon wieder verkackt. Kommen wir schon wieder hier bei uns durch hier. Das kann nicht sein. Mann, no! Ich brauche andere Maps, das geht so nicht mehr weiter.
Beste oder auch der Schlechteste. Toll. Toll. Nein. So, damit wir auch heute auf jeden Fall noch die neuen Maps sehen, würde ich sagen, kommt jetzt so die eine Summon Run Runde, die ich machen will. Dann können wir dann am Ende dann noch die neuen Maps probieren, weil ich glaube, sobald die hier mit der Runde fertig sind, dann sind die neuen Maps drin, ne? Also, ja. Gucken wir mal. Und ich glaube sogar dann, wenn wir hier fertig sind, ist sogar der Simon Run weg, oder? Ich glaube, dann können wir den sogar gar nicht mehr spielen. Bin ich mir auch nicht mehr sicher. Ich weiß nicht, wie lange der Simon Run noch drin ist. Aber entweder ist er danach noch drin oder nicht. Auf jeden Fall müssen in 3 Minuten die Maps wechseln. Also quasi genau dann, wenn wir hier fertig sind. Es sei denn, wir krepieren wieder vorher. Also in der 2. Runde oder so. Wo sind denn jetzt die Gegner hier? Hier. Ich schwimme jetzt mit die ganze Zeit durch die Gegend. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Keine Ahnung, wo die Gegner sind. Aber hier ist es auch nicht so nicht viel. Die sind jetzt hier 3. Aber die kommen von hier. Boah, die kommen ja auch ganz schön viele. Heilige Scheiße. Ich habe keine nicht genug Tinte für eine Granate leider. So, bitteschön. Habt ihr noch eine für mich? Nee, habt ihr nicht. Gut, dann konzentriere mich wieder darauf, da zu treffen. Sehr gut. Gut, dann hier wieder schön was ins Ziel bringen, damit wir auf keinen Fall hier verkacken. Ich möchte dann, wenn es schon die einzige Runde in der Folge ist, voraussichtlich, dann will ich wenigstens die gewinnen. Oder zumindest erfolgreich rausgehen. Ne? Ganz klar, soweit lebend. So. Hallo, wo rennst du denn hin? Hast du den gesehen? Wo rennt der denn hin? Oh, ey. Ja, das ist so viel. Okay, danke, 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 danke. Das ist viel. Das ist die erste Runde, ne? Aber wir haben es geschafft. 21 von 14. Immerhin. Gute erste Runde, würde ich sagen. Und die zweite wird katastrophal, wenn ich die Waffe schon sehe. Aber mit den, jetzt, mit den Waffen müssen wir halt leben. Oh. Hier, okay. Wenigstens einer, der Erfolg beim Suchen hatte. Wo sind doch nur die Deppen? Okay, da vorne ist einer. Immerhin, hin. Da haben wir auch mal einen hier. Auch wenn die Waffe scheiße ist, ich gebe mir Mühe, damit einigermaßen was zu reißen. Gibt der Waffe eine Chance. Aber ihr seht's. Es lässt sich sehr beschissen damit einfärben und vorankommen. Und das Killen ist auch nicht gerade einfach. Mit 2 Stahl. Er leckt mich doch am Arsch. Ja, hi, grüß dich. Okay, hier sind welche. Die nehmen wir mal schnell mit. Schnell mal einstecken. Jetzt um den Stahl kümmern. Ist der überhaupt noch am Leben? Nee, ich glaube, der Stahl ist schon längst beseitigt worden. Sehr gut. Ihr kämpft mal hier und ich sammle hier die Fischeier ein. Wir müssen ja irgendwie die Quote schaffen. No. 2 noch. Dann ist wieder einer tot. Den retten wir mal schnell. So. Oh, hier liegen eine rum, ey. Kommt mal her hier. Okay, 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 okay. Boah, dass ich da noch lebend rausgekommen bin. Ich habe jetzt mir gedacht, jetzt einfach gedacht, ob ich jetzt sterbe oder nicht. Wir haben auch nicht Punkte eingesagt. Und ja, da war es mir jetzt egal, ob ich sterbe. Aber ich bin tatsächlich noch lebend rausgekommen. Oh, aber die letzte Runde, die wird... Ah, Drecksblättling, ey. Ich werde mich niemals mit dieser Waffenart anfreunden. Niemals. Es wird nie was. Ich kann damit einfach nicht. So, wo jetzt? Wo wird gestartet? Hier. Gib mir aber Mühe, dass wir hier einmal, dass wir lebend rauskommen. Wie gesagt, es muss voraussichtlich die einzige Runde sein.
Und ja, hallo. Na, hallo, einer noch. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Das ist das Wichtigste gewesen, dass wir jetzt hier noch gefreitet werden. Nicht, dass wir jetzt hier schon in den ersten Minuten hier krepieren. Aber ich dauere nicht ver. Oh mein Gott, ich habe diesen ollen Laser. Was soll mir denn das bringen? Ich kann mit dem Ding nicht. Boah, ich kann mit diesem Laser einfach nicht. Nein. Komm raus da. So. Wir müssen wenigstens die Quote schaffen, komm. Oh mein Gott. Ich habe schwer diesen ollen Laser. Mann, ich kann mit dem nicht. Also ich habe, ja, ich habe die ganze Zeit den Laser, ist klar, aber trotzdem. Ich kann den nicht einsetzen. Ich weiß einfach nicht, wie man den einsetzen soll. Wie man den richtig zumindest einsetzen soll. Komm, müssen noch irgendwie die Quote schaffen. Hier liegen einige rum. Komm, das müssen wir irgendwie hinkriegen. Stirbt! Hier vorne liegen noch welche. Okay, wenn wir die in guter Zeit hinkriegen, dann kriegen wir das einigermaßen hin. Okay, noch eins. Ich hätte leider keins gehabt. Die anderen konnten leider entkommen. Okay, komm, den will ich noch killen. Oh mein Gott, okay, ich nehm's zurück. Hallo, hallo, nicht sterben, überleben. Okay. Wäre sehr traurig gewesen, hätte er jetzt in der letzten Sekunde noch gestorben. Es waren nur 58, aber wir sind durchgekommen, also besser als nix. Sehr gut. Vor allem, da ich eigentlich mit der Waffe scheiße bin, aber ich sag mal nichts. So, jetzt sind wahrscheinlich, jetzt müssen auch gleich Nachrichten kommen, die Maps sind jetzt gewechselt. Wenn mich zumindest nicht alles täuscht, wir haben zwei Boni. Ja, Kampfarenen, Kampfatembogen gewechselt, super. Dann ist es wahrscheinlich auch Dings weg, ne? Nee, ist noch da, okay. Aber das machen wir jetzt nicht nochmal. Wir wollen jetzt die neuen Maps ausprobieren. Und dafür geht's wieder in den Stau. Obwohl, die Boni holen wir noch ab. Die dürfen wir nicht vergessen. Und zwar erstmal das Geile, das ist 3 Coupons und 32.000. Holy shit. Oder welches jetzt das Glitzerne? Ist das, ja doch, das Besondere war das erste, ne? Ja. Dann sind die 3 Coupons das Besondere. Aber ich finde irgendwie 32.000 Gold irgendwie besser als die 3 Coupons. Ich weiß auch nicht. Oder? Wie gesagt, ich weiß ja nicht mal hundertprozentig mehr, was die Coupons bringen. Ich glaube, die bringen Spezialeffekte für die, Ausrüstung, aber wirklich, ich finde das so Geld eigentlich besser. Weil das halt wichtig ist, um halt alle Waffen zu bekommen zukünftig. Und das habe ich eigentlich schon vor. Ich weiß auch nicht, irgendwie finde ich das Geld geiler als den Dreier-Bonus da. Aber egal, das sieht jeder anders. Und deshalb geht's jetzt in die nächste Online-Runde, Standardkampf. Die neuen Maps sind das Kofferfischlager und die Moränentürme. Und wir haben in diesem Falle die Moränentürme, auch eine Map aus Splatoon 1. Und ja, ich freue mich. Die sind cool. Let's get started. Das sind auf jeden Fall neue Maps und ja, das heißt wieder hoffentlich mit wieder anderen Skill. Besseren hoffentlich. Und wir steuern auch gleich mal mit einer bekannten Map. Die ich auch auch eigentlich schon mag. Die ist zwar im Prinzip eigentlich nur halt so zwei Wege hoch und ja, hoch und runter halt. Hier diese zwei Türme halt. Die halt zu den Basen führen und ja, eigentlich nicht so spektakulär, aber ja. Geht schlimmer. Gibt schlimmere Maps. Die sind ja auch noch ein bisschen verändert worden hier durch die ganzen Teile hier, die man aktivieren kann. Und so wie ich das auch gerade sehe, sind wir auch gerade vorne. Ich glaube, meine ganzen Kumpanen, die sind alle schon in der Gegners-Map. Die kommen auch irgendwie nicht gerade voran. Der hat zwar versucht, aber da hat er gemerkt, dass wir zu zweit sind. Hm. Oh, hi. Ja, gut, okay. Der hat sich jetzt versteckt. Dreckiger Camper. Okay, jetzt haben sie sich einigermaßen vorgekämpft. Jetzt sind die Gegner in der Mitte. Guck mal, ob sie sich auch durchsetzen können gegen meine Kumpanen. Ich weiß ja nicht. So wie ich es da unten sehe, die geben sich Mühe immerhin.
Oh, hier ist auch noch was zum Einfärben. Ich weiß auch nicht, wie sie von mich von da unten aus killen können. Ich weiß auch nicht. Ich krieg das nie hin, irgendwie Gegner von der höheren Ebene aus zu killen. Ich krieg das nie hin. Ich weiß nicht, was ich was die anders machen. Hm. Ist wieder irgendwie ein Camper? Wie ich das sehe, nein. Aber meine Punkte sind auch gerade richtig scheiße. War der alleine? Und sagen ja, ne? Okay, irgendwo ist bei mir hinter mir ein Klecksroller, der mich killt, weil ich einfach nicht gegen diese Klecksroller ankommen kann. Ne, keine Ahnung, ich komme gegen die Klecksroller einfach nicht an. Kann an meiner Waffe liegen, aber ich wechsle die Waffe nicht, nein. Falls das das Thema aufkommt, nein, danke. Mit anderen Waffen kann ich nicht umgehen. Und zwar mit jeglichen Waffen. Ich habe alles schon durchprobiert. Für Turn 1 habe ich ja andauernd die MG gespielt. Aber ich weiß nicht, auch nicht. Irgendwie bin ich davon auch nicht mehr so der Fan von. Ich kann irgendwie mit anderen Waffen einfach nicht umgehen. Egal ob Klecksroller, Blaster, Schwapper oder wie sie Eimer heißen. Und was sonst noch alles gibt. Ich kann damit mit allem nicht umgehen. Wie gesagt, habe alles durchprobiert. Alles. Habe auch privat viel gespielt oder auch damals halt in der ersten Splatoon 2 Playlist. Ging ja auch ein Weilchen. Ich weiß gar nicht mal, wie viele Parts die hatte. Die allererste 2017er Splatoon 2 Playlist. Ich weiß gar nicht mal, wie lange die ging, aber ja, ging schon ein Weilchen. So. So langsam habe ich auch wieder ein bisschen Geld zusammen, dass ich wieder ein bisschen in Waffen investieren kann. So, die 100k habe ich schon mal erreicht wieder. Und das ist eigentlich meistens so eine Grenze, wo ich dann immer wieder in, ja, halt wieder in Waffen investiere. Allerdings, ja, müssen wir erst mit die Runde hier schaffen. Vielleicht mache ich das noch am Ende der Folge, obwohl es ja mit der Folge langsam ein bisschen knapp wird. Aber ja, vorher spielen wir nochmal das Kofferfischlager. Freut mich. Ist auch eine Splatoon 1 Map, aber eine ganz kleine. Die ist wirklich ganz, 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 ganz klein. Da kann sich ganz schnell was ändern, ey. Da ist es ganz leicht, mal ganz schnell das Blatt zu wenden, weil die hat einfach wirklich ziemlich kleines. Das ist einer der ersten Maps aus Splatoon 1. Okay, das ist einer von mir. Oh mein Gott. Okay. Ich wollte gerade sagen, es wäre geil, wenn ich ihn noch mitnehme, aber leider... Ja, gut, es war eine Killhilfe, ja. Aber ein eigener Kill wäre besser gewesen, irgendwie. Okay, sind die zu zweit. Ich werfe eine Granate runter. Ah, und genau auf die gleiche Idee kam die auch. Yeah! Ah, das gibt's doch nicht. Ich hab zwar den Klecksroller mitgenommen, aber das hat der leider gesehen. Ich krieg das auch nie hin, ey. Hi, Lukas. Was geht? Der hat wohl wahrscheinlich geguckt, ob er sich irgendwo hinpocken kann. Ja, ich hab's auch gerade gesehen. Lohnt sich nicht. Geh mal hier von der Seite. Weil das auch nicht gerade gut ist, weil da gerade nämlich ein Gegner sammelt. Das ist schon Gefahr, wie ich sehe. Aber das kann sich alles ganz schnell ändern. Das ist so eine Map, wo sich das ganz schnell mal ändern kann. Oh, ich weiß nicht, von wo ich kommen soll. Die Mitte sieht nicht gut aus. Ah! Das war knapp. Kommen wir von hier irgendwie rein? Hey Kumpel, können wir uns hier durchkämpfen? Probieren wir es mal zu zweit. Okay, das hat keinen Sinn, oder? Ne, das hat keinen Sinn. Ich sehe hier keinen Sinn. Die Map ist zu klein. Ich weiß auch nicht. Das wäre nicht eine der schlechteren Splatoon 1 Maps. Hier ist zwar geil, dass man hier ganz schnell sich das auch mal ändern kann, indem man halt einfach ziemlich viel einfärbt, dann kann man hier das ganz schnell ändern. Aber ich weiß auch nicht. Man hat hier nicht so viele Möglichkeiten, ne? Es gibt halt nur die Mitte, links und rechts. Da gibt es bei den anderen Maps mehr Freiheiten, sich irgendwie durchzukämpfen. Und die Granaten kann ich... Die Schwärmgranaten
kann ich auch nicht spielen. Weil ich immer in irgendeiner Situation bin, wo ich die nicht einsetzen kann. Nee. Die haben uns viel zu weit nach hinten gedrängt. Viel zu weit. Nee. Das ist leider nichts. Dann würde ich sagen, geht's jetzt ans Investieren. Und ich cut das jetzt auch rein. Ist mir jetzt egal. Die Folge jetzt halt so ein bisschen länger. Beziehungsweise es geht ja eigentlich ganz schnell da, ein bisschen schnell zu investieren. Ein paar Dinge zu kaufen. Oder vielleicht auch ein bisschen Ausrüstung. Ich gucke mal rein. So Billigkram oder so. Wir gucken einfach mal in den Shop rein, was es da so gibt. Wird auch langsam mal wieder Zeit, dass es kommt. Meine Ausrüstung wechselt zwar eh nicht, aber ja. Oder vielleicht sollte ich mir irgendwann mal wieder mal meine Ausrüstung wechseln. Ich weiß ja nicht. Ich überlege mir es noch. So. Jetzt halt auf jeden Fall hier mal gucken. Ist das nicht das gleiche Zeug, was ich schon beim letzten Mal hatte? Irgendwie kommt mir das alles ganz bekannt vor. Schauen wir mal das hier, die Kopfhörer. Ja, ist gut. Ja, auch das Shirt vielleicht. Und ja, vielleicht mache ich mir mal privat mal Gedanken, wie ich mich noch umdesignen könnte. Von den Effekten her und ja. Einfach mal reingucken. Jetzt aber erstmal in Waffen investieren. Die ich zwar eh nicht verwende, aber warum auch nicht? Meine Waffe werde ich eh nicht wechseln. So, das hier. Noch das hier. Wie viel ist denn eigentlich noch? Ja, noch einiges. Haben wir noch einiges vor uns. Hier vielleicht noch die Double Piste hier. Hier. Double Piste könnte ich vielleicht auch mal wieder spielen. Oder? Es geht noch 20k. Dann. Gibt es noch irgendwas Geiles? Den Klecksroller. Oder Flexroller voll. Keine Ahnung. Heißen alle anders. Ja gut, dann würde ich sagen, da mit diesem schönen Einkauf endet die Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert was mal und beim nächsten Mal bei Splatoon 2 Online. Also Splatoon 2 Online Season 2. So. Haut rein und schau. Vielleicht habe ich mich da inzwischen auch mal ein bisschen designtechnisch umgeändert. Mal schauen. Bis zum nächsten Mal.